Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Talos Principle. Ich habe mal zwischen den Folgen diese Level gemacht mit der Axt in jeder Welt und ich habe die erste Sternwelt fertig gemacht. Aber das werdet ihr erst später sehen, wenn wir hier auch die Sternwelt freigeschaltet haben. So, wir waren letztes Mal bei 3 stehen geblieben irgendwo. Und der Computer piept. Was will er denn? Nach langem Nachdenken habe ich beschlossen, die Tatsache, dass Ihre Vorstellung über die Funktionsweise der Welt mehr Löcher als ein Schweizer Käse hat, zu ignorieren. Tatsächlich ist es so, dass es eine winzige Chance gibt, dass Sie durch pures Glück das Richtige tun werden. Ich würde mich Ihnen also doch gerne anschließen. Wenn Sie für die Eiche verantwortlich wären, Wer wäre dann, wenn die Flut kommt als erstes an Bord? Was muss man tun, um mehr wert zu sein als die anderen? Eine gute Person, beisteuernde Person, eine Person sein, Bewusstsein sein, am Leben sein. Ich kann Ihnen das nicht erklären. Können die nicht alle einfach gleichzeitig drauf? Natürlich eine beisteuernde Person als erstes. Das sagen sie jetzt, aber es ist gar nicht so lange her, dass sie behauptet haben, dass Moral universal anwendbar sei. Haben sie ihre Meinung geändert oder sind sie nur verwirrt? Sie haben mich verwirrt. Genau. Moralität ist nur anwendbar, wenn Personen kooperieren. Es ist aber doch ein bisschen halsabschneiderisch, oder? Was tragen denn Kinder und Schwerbehinderte zur Gesellschaft bei? Genau, sie tragen Potenzial. Später können die ja noch arbeiten. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Aber nehmen wir mal an, es ist wahr. Wenn jemand mit einem schweren, unheilbaren Hirnschädigung als beitragend eingestuft werden kann, müssen wir dann nicht auch Katzen, die Ratten jagen oder die Gebäude, die uns warm halten, mit einbeziehen? Sind ihre Konditionen nicht viel zu vage? Sie haben recht, als etwas anderes definiert den Geltungsbereich der Moral. Sind vage, aber so würde ich sagen. Ja, vage, genau. Vage ist immer gut. Ich nehme an, die industrielle Verwertung von Tieren zur Fleischgewinnung ist dann auf der gleichen moralischen Stufe wie Genozid. Würden Sie wirklich einen Chihuahua genauso eifrig retten wie eine Person? Ja, keine Ahnung. Der fragt immer so doofe Fragen. Okay, gut. Sie sind ein Hippie. Ich kapiere es jetzt. Was mich angeht, ich glaube, das ist purer Wahnsinn. Aber alles, was ich davon bekomme, wenn ich mit Ihnen darüber diskutiere, sind Kopfschmerzen. Verraten Sie mir nur eine Sache. Sie haben die Eintrittsbarriere unglaublich niedrig gesetzt. Wenn selbst Ratten jede Rechte haben, müssen sie auch ein Plätzchen für mich übrig haben, oder? Natürlich. Ich habe nichts anderes von jemandem, der so aufgeschlossen ist, erwartet. Nun gut. Wenn diese Fantasievorstellung wie durch ein Wunder Realität werden sollte, und ich nehme an, alle anderen möglichen Ergebnisse sind ebenso unwahrscheinlich, weiß sie zumindest, dass ich ein Plätzchen auf der Arche haben werde. Wir sehen uns. Achso, jetzt will er doch mitkommen. Letztens sah das ja nicht so aus. Und ja, wir gehen mal hier lang. Und gucken, wie was das nächste Rätsel so für uns hat. Auf jeden Fall ziemlich viele Knöpfe. Große Treppen, kleine Treppen. Ist das Level? Hier ist was zum auf den Knopf stellen. Damit könnte ich ein paar Knöpfe, ein paar Sachen holen. Und hier ist nichts. Ach, da oben ist noch so ein Block. Den nehme ich mal. Indem ich hier zuerst den Block hole und dann darüber gehe. Ups. Hier brauchen wir den Laser. Hier könnte ich auch schon hoch, aber was sehe ich denn da oben? So, jetzt brauche ich den Ventilator, stelle ihn da drauf. Komm mal mit. Ich stelle den Ventilator hier drauf, dann kann ich hier. Oder brauche ich dann noch mehr Kisten?
Oh, ich brauche dann noch mehr Kisten. Das wird schwierig. Woher soll ich denn so viele Kisten herbekommen? Ach, hier kriege ich noch eine Kiste. Blub, blub, blub. Habe ich schon mal 2 von 3 Kisten. Um da hochzukommen. Wo ist denn die dritte? Ach, hier ist noch... Ja, ja. Und dafür brauche ich den Laser. Und wo ist so ein Verteilerteil? Ach, hier ist auch noch eine Box. Interessant, aber... Hier stelle ich den Laser drauf, irgendwann. Wo ist denn hier noch jetzt irgendein Verteiler oder so? Komm mal her, Box. Hier ist nur der Laser. Das merke ich mir. Hier ist nur die Box. Das merke ich mir. Da oben ist... ein Schalter, der... nicht viel macht. Was macht er denn? Schaltet das an, okay. Bringt mir also auch nicht so viel. Ach, da oben. Ach, da oben ist das, was ich suche. Der Verteiler. Komm mal mit. Und wusch. Mist. Das geht wohl nicht so hoch, wie ich mir erhofft habe. Aber ganz einfacher Fix. Ich nehme die Kiste nochmal runter. Stell die da drauf, spring hier hoch, tu die da drauf und schon kann ich hier oben hin. Den Verteiler kann ich dann... Na, wo kommt denn der Laser raus? Hier kommt der blaue raus. Mit dem blauen kann ich das blaue anmachen. Dann habe ich das rote, das rote. Ach, und ich habe dann die Box. Perfekt. Dann brauche ich nur noch mal eine Box, um den Laser hier zu aktivieren. Ja, geht zum Glück darüber. Hatte schon Sorge. Und, ups. Ich habe hier ein bisschen verfehlt bei der... beim Auswählen. So. Dann haben wir jetzt 3 Boxen. Und mit 3 Boxen können wir das hier aufmachen. Ach, hier ist der Ventilator. Hatte schon Sorgen. So, komm mal mit. Das stelle ich darauf. Das muss ich dann darauf stellen, natürlich. Und die dritte Box war hier. Genau. Und dann kann ich die 4. Box holen. Ich weiß auch nicht, wieso wir so viele Boxen brauchen. Shit. Shit. Brauche ich noch eine 4. Box, um die zu holen. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wo war denn die 4. Box jetzt nochmal? Da. Und dafür brauchen wir irgendwie den roten Laser. Den müssen wir wahrscheinlich von darüber schießen. Ich glaube, so schwer ist das aber auch nicht zu bewerkstelligen. Wo habe ich nochmal gesagt? Hier wollte ich den Laser aufbauen. Aber wieso... Ah ja, genau hier. Da muss ich den Ventilator nochmal holen gleich. Erstmal die ganzen Blöcke hier rausholen. Genau. Und um da oben hinzukommen, brauche ich natürlich hier auch noch das Teil. Ja, mache ich eben hier. Dann lege ich da oben gleich einen Block schon mal drauf. So, den da unten kann ich dann wieder mitnehmen. Mitsamt Ventilator. So, genau, das ist jetzt an schon. Das darf aber noch nicht an sein. Ach Mist. Wieso ist das denn jetzt schon an? Es ist doof, dass da kein anderer Schalter ist. Egal. So, und das will ich jetzt damit verbinden. Plopp. Ich hoffe, das geht so. Wenn nicht, dann ist es doof. Einen Block kann ich ja auch noch zusätzlich drauf machen. Den hier kann ich jetzt drauf mal oder noch runterstellen. Und es funktioniert. Okay. Dann haben wir jetzt endlich auch den 4. Block. Jetzt müssen wir nochmal hier alles abbauen. Weil wir ja hier noch den letzten Block holen. Und mit dem letzten Block können wir dann auch gewinnen. Yay.
Ich weiß aber auch nicht mehr, was unser... Ja, genau. Ja, genau. Wir brauchen natürlich die ganzen Blöcke, um die hier alle hoch zu stacken. Wenn wir dann alle hier hochgestackt haben, dann... Dann kann der Laser auch das hier erreichen. Jetzt nur noch den letzten Block holen. Also ist jetzt nicht so schwierig, man muss nur viel hin und her laufen, weil hier so viele Objekte sind. So. Den Block haben wir jetzt auch schon mal. Jetzt hole ich erstmal alle runter. Ach, hin und her laufen, immer dieses hin und her laufen. So. Den Ventilator nehmen wir jetzt auch. Und nee, wir rennen jetzt hier hin. So. Oh Gott, sind hier viele von denen. Wie machen wir das nochmal? Genau. Wir müssen theoretisch nur noch hier die verbinden. Das muss ich ja nicht mehr. Also die beiden nur noch. Ich stelle es schon mal da drauf. Dann aktivieren wir jetzt den Ventilator da oben. Theoretisch. Nee, nichts. Ich dachte, vielleicht könnte ich einen Ventilator draufstellen, aber nee. Das geht, glaube ich, nicht so einfach. Immer schön hoch. So, ja. Sieht schon gut aus. Jetzt noch den hier. Und da. Wir haben das Rätsel fertig. Ganz einfach. Bin jetzt mal... Oh, ist hier übrigens ziemlich gefährlich. Oh. Ich fall hier gleich runter. Kommen wir nicht runter. Dann fehlt nur noch das Rätsel auf dem Berg da oben. Hm. Hier sind nur Abgründe sonst. Oh. Das ist hier zu steil. Gehe ich hier mal den legitimen Weg. Wo ist hier? Nichts. Ich dachte, weil hier der Weg nach da geht. Aber nee. Was gibt's hier? Wetterspitze. Wieder Ventilatoren und Laser. Das sehe ich hier ziemlich oft in diesem Teil. Wo sind denn hier die Utensilien? Hier ist ein Utensil. Kann ich schon mal hier vorbeischauen? Was gibt's hier denn so? Ventilatoren. Achso, das aktiviert da ist. Na gut. Das ist wahrscheinlich das gleiche auf der anderen Seite. Und hier ist so ein Verteiler. Und damit kann ich... Das kann ich... Schon mal rüberschießen, oder? Nee. Kann ich natürlich nicht. Also bringt uns das jetzt nicht viel hier. Doof. Da brauche ich wohl irgendeinen Block oder so, um das rüber zu schießen. Hier kann ich nichts machen. Das kann ich aber aktivieren. Dann kann ich auch den... So, dann nehme ich hier den... Das Teil hier. Stell das hier drauf. Dann kann ich das Teil nehmen. Und wie komme ich da hin? Da brauche ich irgendwie den... Da brauche ich einen Jammer. Der Jammer kann ja nicht um die Ecke schießen, oder? Ich guck nochmal. Aus irgendeinem Grund müssen diese Dinger ja haben. Aber nee. Kann höchstens... Nee, ich kann nichts Wichtiges stören. Hier gibt es auch nichts mehr drin. Hier sieht man nur das Ziel. Achso, ja, jetzt kann ich den zweiten Verteiler auch holen. Indem ich den Block rüberschieße. Also hoffe ich, so ist eigentlich mein Plan. Genau, das stelle ich da nochmal richtig auf. Dann stelle ich das darauf. Und jetzt sollte das samt, ja, locker flockig rübergeschossen. Hier ist, glaube ich, das Ziel. Und Speicherplatz freigeben. Oh, ich muss eben gucken, ob mein Speicherplatz voll ist. In der Tat. Ist meine Festplatte voll.
Ich kopiere eben hier 40 GB auf die andere Festplatte rüber. Sollte ja kein Problem sein. Ich hoffe, das ruckelt hier nicht zu stark dadurch. Weil... Nee, sollte funktionieren, glaube ich. Ich weiß nicht, ich bewege mich mal vorsichtig, falls es doch leckt. Und wie zur Hölle sollen wir... Gut, das ist der Stern übrigens. Merke ich mir. Wie sollen wir, wo ist der blaue, wie sollen wir den Laser nach hier hinter der Leiter bringen? Wie? Ich meine, hier sind ja keine Ventilatoren oder so. Außer die. Da habe ich irgendwie jetzt keine Idee. Wofür haben wir auch zwei Konnektoren jetzt? Bringen die einen irgendwas? Nö. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass ich die wirklich rüberschießen muss und dass die Tür ganz schnell wieder ganz schnell auf ist. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Naja, ich probiere es einfach aus. Ja, nee. Das Problem ist auch, ich komme ja gar nicht an den Laser an. Ich kann ihn gar nicht auswählen. Ist natürlich doof. Vielleicht hätte ich einen Connector da lassen sollen. Das ist echt komisch. Wie soll ich das denn schaffen? Warte. Ich habe hier doch einen Block, ne? Kann ich mit dem Block... Vielleicht. Echt jetzt? Ist das das Rätsels Lösung vielleicht? Nee, ich komme nicht mehr zurück. Das muss die Lösung sein, oder? Ja. Aha. Erwischt. Erwischt. Da wollte mich das Spiel wieder austricksen, ne? Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Ja, wo ist der Block nochmal? Den brauche ich, um den Connector rüber zu schießen. So, komm mal her. Stehe ich da drauf. Und rüber geht's. Hui. Und dann sollte ich es auch schon geschafft haben, oder? Das Rätsel. Da wollte ich mich das Spiel wieder richtig pranken. Was steht hier? Ich bin gefangen. Ich kann nicht aufhören, so zu sein. Augen, Hände, Beine gefangen. Immer dasselbe sehen. Kann die Datenaufnahme nicht stoppen. Stopp, 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 stopp. Tja, doof, ne? Denk nicht, sei einfach nur. Ja, ihr zwei habt euch gegenseitig verdient. Und, was ist hier? Ist das etwa doch? Doch, doch. Hier ist der Stern, wie kommt man denn da hin? Hat, glaube ich, etwas hiermit zu tun, weil das hier habe ich nicht gebraucht. Kann man da überhaupt so einfach hin? Nee. Ist hier vielleicht ein zweiter Stern auch noch drin? Ich weiß es nicht. Ja. Sterne hole ich ja später ab, immer, wie immer. Dann war es das wohl auch, ne? Was steht hier noch? Es scheint, als ob meine Unbereitschaft, mit einem Computer über Semantik zu diskutieren, ihn verärgert hat. Und jetzt weigert er sich, weiter mit mir zu reden. Elohim ist hoch erfreut, was wirklich nicht meine Absicht war. Elohim freut sich, weil du sein Geschwätz geschluckt hast. Die Stimme des Zweifels ist deine einzige Verteidigungslinie. Das meldet sich nicht. Was für eine Schiefung habe ich denn bekommen? QR-Leser. Schau, was die anderen so zu sagen haben. Aha. Das interessiert mich ja auch, was die anderen so zu sagen haben. So, dann haben wir den Abteil ja auch schon fertig. Und den nächsten sehen wir dann beim nächsten Part von The Talos Principle. Bis dahin. Ciao.